Michael steht am 29. September in unserem Kalender, Vater. Der Erzengel Michael ist zu verschiedenen Zeiten den Menschen erschienen. Zum ersten Mal am 4. Mai 490, einem Herdenbesitzer aus Siponto auf dem Monte Sargano. Da vorne vor der Höhle steht der weiße Stier, der uns weggelaufen ist und den wir so lange gesucht haben. Dann holt ihn und bringt ihn mir. Wir kommen nicht an ihn ran. Das Dornengestrüpp vor der Höhle ist zu dicht. Ich bin's jetzt leid. Mich packt die Wut. Gib mir meinen Bogen. Ich erschieße ihn. Aber der Pfeil wurde wie von unsichtbarer Hand umgeleitet und traf ins Auge des Schützen. Und aus der Höhle drang eine Stimme. Ich, der Erzengel Michael, habe diesen Stier unter meinen Schutz gestellt. Jene Höhle ist ein heiliger Ort. Wenn ihr dort betet, werdet ihr Heil erfahren. Dieses Heil erfuhren die Einwohner von Siponto, als die Germanen die Stadt erobern wollten. Der Erzengel Michael kam ihnen zu Hilfe. Odoaker, wir müssen umkehren. Das Unwetter zwingt uns dazu. Vor der Stadt tut sich die Erde auf. Viele Soldaten sind schon in die Erdklüfte gefallen. Los, zurück, rettet euch! Im Jahre 1665 wütete die Pest in Siponto. Und noch einmal erschien der Erzengel Michael in der Höhle am Monte Sargano. Jeder, der einen Stein von den Wänden meiner Höhle bricht und in frommer Gesinnung bei sich trägt, wird von der Pest befreit. Der heilige Erzengel Michael gilt als mutiger Streiter Gottes. Er war der Schutzpatron des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation. Die frühere deutsche Reichsfahne zierte sein Bild. Vom deutschen Michel hast du doch sicher schon gehört, Alexandra. Ja, aber ich wusste nicht, woher dieser Begriff kommt. Der heilige Michael wird angerufen bei Unwetter und schwerer Krankheit. Und bei der Bitte um einen sanften Tod.